Habe ich da gerade den Namen gesehen? Okay, dann müssen wir jetzt gleich mal nachschauen, wer hier um unser Haus schwirrt. Wenn ihr den Namen gesehen habt, dann könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Leben. Das ist mittlerweile schon die 11. und heute haben wir einen ganz gediegenen Plan. Unser Zeitplan ist straff und deswegen müssen wir jetzt ganz, ganz schnell anfangen. Und zwar möchte ich euch jetzt ganz kurz ein Update geben, was gestern so passiert ist in meinem Haus. Ich mache den Shader da so raus und zwar die Ecke kennt ihr hier, das hier kennt ihr auch. Der Zombie hier kann erstmal sterben. Steppt erstmal alle. So. Aber auch. Tschüss. Gut. Perfekt. Gestern ist einiges passiert. Ich habe einen neuen Amboss gecraftet. Ich habe hier jetzt eine Bio-Kuhfarm gemacht. In unserer Zeitung liegt Wert darauf, dass wir in keiner 1x2 Zelle irgendwie Leder beschaffen, sondern wir wollen wirklich für unsere Zeitung das beste Leder. Wir wollen, dass die Kuh, die deshalb gestorben ist, eine glückliche Kuh war. Und hier ist sie mit ihren Freunden auf einer schönen Wiese. Hier kommt dann auch noch richtig schönes Licht hin. Und das möchten wir einfach vermitteln. Das gleiche passiert auch noch bei den Hühnern. Die bekommen auch noch einen riesigen Stall, damit auch die Federn, die quasi in das Buch verarbeitet werden, natürlich biologisch und natürlich auch super hochqualitativ ist. Gut, das verlangen auch unsere Leser und deshalb wird das auch so gemacht. So, die Zuckerrohrfarm werde ich auch noch abreißen, da wird dann noch eine ganz große automatische gemacht, also eine vollautomatische. Aber jetzt mache ich das, was eigentlich schon 100 Millionen Mal angefragt wurde, ob ich das nicht bitte schon machen kann. Und zwar die Kistensortierung. Ich weiß, ich bin, was das betrifft, echt ein Honk. Also was das betrifft, ich sortiere nie ordentlich, ich schmeiße das alles irgendwo rein und dann, nein, ich bin nicht AFK Mies, Dude, wie du siehst, nehme ich auf. Jetzt hat er mich total aus dem Konzept gebracht hier, was soll das denn? Und dann lege ich das alles irgendwie immer in eine Kiste. Ich weiß, dass hier hinter Nilo ist, deswegen können wir hier leider nicht bauen. Ich schaue gerade, wo es am besten wäre, die ganzen Kisten zu verstauen. Hier ist ja unser geheimes, quasi unsere geheime Tür. Ich denke, wir fangen aber erstmal ganz oben an, und zwar oben die Kisten zu sortieren. Ich denke, dass es vielleicht oben gar nicht mal so schlecht wäre. Obwohl, ich weiß auch nicht. Ich möchte irgendwie noch so einen Gang runter machen. Vielleicht sollten wir das in dieser Folge tun. Ich würde sagen, wir machen heute den Gang und fangen auch schon mal mit den Kisten an. Also erstmal kommt hier die Werkbank weg. So, ich mache das jetzt so ein bisschen so nach meiner Fantasy, wie ich mir das so vorstelle. Und dann könnte das hier so runtergehen. Ich platziere das natürlich in der Zeit mit solchen Steinen. Dann müssten wir das hier noch wegmachen. Dann noch einen runter. Und dann könnten wir so runtergehen. Klappt das? Nee. Oh nee, aber den kann ich ja wegbauen. Das heißt, so könnte ich eine Wendeltreppe runterführen. Ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. Dann kommt aber das noch weg. So. Dann kommt hier wieder ein Block. Dann kommt das wieder weg. Perfekt. Okay, wir haben unser Wendeltreppensystem. Finde ich gut. Dann kommt hier unten wieder eine neue. Das hier kommt wieder weg. Das hier kommt wieder weg. Dann wieder hier unten. Und dann sind wir auch schon da. Ja, perfekt. Ich würde mal sagen, perfekt. Ich mache das dann natürlich. Oh, Zombie. Gehst du jetzt erstmal weg. Natürlich ist das jetzt vielleicht ein bisschen
naja, wie soll ich sagen, sieht natürlich jetzt auch nicht so schön aus, aber das wird natürlich noch alles, danke, das wird natürlich noch alles geregelt. So, erstmal hier. Und ja, so. Okay. Das sieht natürlich jetzt ein bisschen verranced aus, deswegen könnten wir das hier hin platzieren und so ist es, denke ich, besser. Könnten wir hier noch, das hier können wir dann entfernen. Aua, ich muss mal ein bisschen dran denken, dass hier vielleicht auch keine Leiter mehr ist. So, mache ich das jetzt mal so. Okay. Und das hier kann ich dann auch noch ausbauen mit Cobblestone, genau. Und jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Das hier mache ich hier mal zu. Ich möchte eigentlich das ja gern so mit Treppen machen, weil es mit Treppen einfach weitaus angenehmer ist, hochzugehen. Deswegen werde ich jetzt mal ein paar Treppen hier machen. Und dann schauen wir gleich mal, wie das hier so aussieht, wenn ich das mit Treppen machen würde. So, die Treppe kommt hier hin. Die kommt. Nein, die kommt hier hin. Die kommt hier hin. Jetzt muss der wieder weg. Genau, die habe ich ja nur zur Hilfe gesetzt. Dann. Oh, ne. So, was Treppensets platziert, bin ich manchmal auch ein bisschen verpeilt. So. Zack. Zack, dann kommt hier wieder so ein Teil hin. Also wieder ein Block. Hier wieder ein Block hin. Zack. 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 Ich weiß nicht, sieht das gut aus? Ich meine, man kann wenigstens jetzt so hoch gehen. Aber es sieht auch ein bisschen komisch aus, ne? Also, ich bin da ja eigentlich nicht so zufrieden mit. Weil das sieht hier zum Beispiel ist, das sieht einfach scheiße aus. Das muss ich hier wegtun. Nee, das sieht einfach scheiße aus, wenn man so eine Wendeltreppe macht. Das ist nicht gut. Das finde ich nicht gut. Ich muss das irgendwie, ich werde die Treppe so ein bisschen über das Haus erstrecken, sodass es dann so ein bisschen kompletter funktioniert. Wir könnten. Wir könnten ja dann den Ofen und so weiter nach unten packen. Deswegen ist es jetzt so ein bisschen problematisch, wie wir das am besten machen. Also ich reiß das hier mal ab. Nicht wundern. Dann kann ich das hier auch nochmal wegreißen. Das hier auch. Aber dann kann ich eventuell hier die Treppe vielleicht so zwei breit machen. Das heißt. So. So. Und dann hierher. Genau. Und ich wollte noch ein Thema ansprechen. In der Zeit, wo ich das jetzt baue, ist es, glaube ich, mal ganz gut, das anzusprechen. Und zwar in letzter Zeit bekomme ich sehr, sehr oft die gleiche Frage. Und zwar, Bums Doggy, wie bist du in Minecraft-Leben gekommen? Dazu verlinke ich euch ein Video in der Videobeschreibung. Da habe ich das schon beantwortet. Aber ich glaube, die meistgestellte Frage überhaupt, wie kommt man in Leben? Ich erkläre das jetzt nochmal ganz kurz für alle und danach beantworte ich diese Frage nie wieder. Vielleicht mal ganz kurz, wenn wirklich wieder das so viele werden, aber passt einfach ein bisschen besser in den Folgen auf und dann wisst ihr das auch. Ja, dann wisst ihr das auch, wie ihr hier auf den Server kommen könnt. Und zwar, die YouTuber auf diesem Server haben die Möglichkeit, euch einzuladen. Ja, das ist kein reiner YouTuber-Server. Hier spielen auch Zuschauer oben. Und diese Leute suchen sich die aktivsten Leute in deren Kommentaren, auf Twitter, auf Facebook oder wenn mal jemand schöne Fanarts gemacht hat oder ein Best-of geschnitten hat, was auch immer. Diese Leute werden hier dann eingeladen. Es erhöht jedoch nicht die Chance, eingeladen zu werden, wenn man ständig schreibt, ich möchte in Leben und sogar schon den Ingame-Namen dazu schreibt. So werden die Leute bestimmt nicht eingeladen und so möchten das die Leute hier auch nicht. Das ist nicht das Ziel davon. Und ja, so, jetzt gucke ich erstmal.
das hier aussieht. Das sieht nämlich ein bisschen crazy aus, wenn ich das so mache. Ich muss das aber auch auf jeden Fall noch weg. So. Zack. Habe ich hier nämlich so eine kleine Wendeltreppe runter. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht hier. Aber das muss auf jeden Fall hier noch weg, weil das stört übelst. Oh, da sind wir schon draußen, okay. Hier muss ich dann aufpassen, weil sonst kreuze ich hier den Weg. Hm. Das ist okay so. So streift man nichts und... Ja, ich glaube, das ist gut so. So, habe ich eine Fackel. Habe ich eine Fackel hier irgendwo? Habe ich hier noch... Habe ich hier noch... Hier, Kohle. Und dann brauchen wir noch... Und dann brauchen wir noch... Hier. Ein paar Sticks. Ein paar Sticks, ne? So, zack. Zack. Und das... Die Blume schmeißen wir weg, natürlich. So, dann platzieren wir hier mal ein paar Fackeln. Und ja, wie gesagt, das soll gesagt sein, wenn ihr aktiv seid und so euch die Leute sehen, keine irgendwelche Bewerbungen in die Kommentare schreibt, dann ist das schon in Ordnung. Jedoch, wenn man die ganze Zeit schreibt, kannst du mich in Leben holen? Nein, Leute, ich habe keine Berechtigung, hier irgendjemand auf dem Lebenserver zu holen. Und deswegen bitte ich euch, das nicht mehr zu schreiben. Und ich hoffe, dass das jetzt damit alles auch geklärt ist. So, das hier kommt natürlich noch weg. Aber hier könnte ich dann ja die Steintreppen hinsetzen, weil dann müsste ich da nicht immer, dann müsste ich hier nicht immer so kacke. Nee, hinsetzen möchte ich mich nicht. So. Das ist natürlich auch bei dem Plugin so ein bisschen cool. Ich weiß gar nicht, kann man das ausstellen, dass man sich nicht immer auf diese Bänke hier sitzt? Ich weiß es gar nicht. Sonst sitzt man ja automatisch immer da oben. Ist vielleicht nicht immer so geil. Genau, dann könnten wir das hier nochmal hinmachen. Perfekt, dann hier nochmal. Und hier könnten wir es auch hinmachen eigentlich. Ich glaube, dass hier auch ein guter Ort dafür ist. So, zack, zack. Okay, dann brauchen wir aber auf jeden Fall noch eine. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch eine ganze Fuhr hier. Und machen das hier noch weg. Machen das dann... So. Und dann muss das hier auch ebenfalls noch weg. Hier könnten wir natürlich dann so einen... Obwohl, wir könnten hier auch so eine Treppe setzen. Haben wir hier so einen schönen Durchgang runter zu unserem Keller. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Mache ich das hier auch eben schnell als Cobbles und sieht... Wenn dann immer alles so vermischt ist mit Cobble und normalen Stein, sieht das ein bisschen komisch aus. Es wird natürlich noch aus Holz werden, weil ich es aus Holz einfach schöner finde. So, dann kommt das hier erstmal weg. Diesen Crab hier brauchen wir dann ja nicht mehr. Denn ich möchte sowieso mit meinen ganzen Sachen eher in die Richtung gehen, weil hier hinten baut Zombie und das ist dann nicht so gut, ne? Habe ich da gerade einen Namen gesehen? Okay, dann müssen wir jetzt gleich mal nachschauen. Wer hier um unser Haus schwirrt. Wenn ihr den Namen gesehen habt, dann könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Oh nein. Okay. Pixelwolf. Was machen sie hier? Okay, Leute, das ist echt ein bisschen gruselig. Ich habe gerade noch so einen Namen gesehen und plötzlich steht er da vor meinem Haus und guckt in dieses Fenster wahrscheinlich. Das ist ein bisschen... Das ist komisch. Naja, Leute. Naja, ich weiß echt nicht, was hier teilweise abgeht auf diesem Server. Hier sind teilweise so komische Gestalten und... Oh ja, das ist ganz, ganz komisch manchmal. So. Das hier sieht natürlich jetzt noch nicht so schön aus, aber wir könnten daraus irgendwas machen. Ich weiß auch nicht. Hier ist unser Geheimgang. Und da so ein fetter Klotz sieht irgendwie auch komisch aus, ne? Hm. Ich muss mir irgendwie da noch was überlegen. Ich muss mir da echt noch was überlegen. Weil das sieht sonst ein bisschen komisch aus. Ich mach das mal so. Schon wieder in unserem Haus.
Okay. Er stalkt uns. Ihr seht ihr hier den Namen? Er denkt, ich bin nicht da. Aber das, so ist es natürlich nicht. Okay. Okay, Leute. Ich habe gerade echt ein bisschen Angst. Weil ich nicht weiß, was er vorhat. Er hat mir heute auch eine ganz, ganz komische Warnung geschrieben. Ich soll auf mich aufpassen. Ich weiß nicht wieso. Ich kann euch das hier mal ganz kurz einblenden. Aber das ist ganz, ganz komisch. Leute, das ist eine Falle. Das muss ich auf jeden Fall Herr Bergmann berichten. Das ist einfach. So geht das nicht, Leute. So geht das nicht. Das müssen wir auf jeden Fall Herr Bergmann berichten. Weil es kann ja sein, dass irgendein Attentat geplant ist. Und das ist natürlich überhaupt nicht gut. So, ich frage mich jetzt wirklich, wie wir das am besten machen. Wie wir das wirklich am besten machen. Hier haben wir unser Ding. Da stört dieser Klotz ja nicht. Die hier kommen weg, die kommen dann da nach hinten. Das heißt, wir könnten dann auch in die Richtung hier gehen. Ich lasse diesen Klotz jetzt einfach mal so stehen, Leute. Ich lasse diesen Klotz jetzt einfach mal so stehen. Weil ich kann es jetzt ja eh nicht verhindern. Jetzt haben wir aber wenigstens schon mal so eine kleine Treppe hier runter gebaut. Sieht dann wenigstens schon mal ein bisschen besser aus. Aber so ganz zufrieden bin ich noch nicht. Aber man ist wenigstens schnell von oben nach unten. Da kommen auf jeden Fall noch Holzelemente rein, weil sonst sieht das ja echt ein bisschen doof aus hier. Ein bisschen doof. Hier habe ich zum Beispiel noch Holz. Zum Beispiel das hier. Das hier könnten wir schon mal aus Holz machen. Natürlich nur die sichtbaren Ebenen. So. Weil dann sieht das Ganze ja auch so ein bisschen lebendiger aus, wie so eine Dings quasi. Hier. Ne, wo kommt der Baumstamm jetzt entlang? Hier. Das heißt, der muss sich hier befinden. Nein. Wo ist der Baumstamm, Leute? Ah, hier. Okay. Ziehen wir den mal ganz runter. Dann sieht das. Okay. Ich hoffe, das ist jetzt nicht bei mir. Okay. Was ist das hier für ein Symbol? Muss ich natürlich sofort mit meiner Kamera aufzeichnen und hier von einem Screenshot machen. Was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten, Leute? Wenn ihr wisst, was das hier für ein Zeichen ist, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Das macht mir echt jetzt gerade ein bisschen Angst. Ich werde das jetzt abbauen. Das auf jeden Fall als Beweismittel. Als Beweismittel auf jeden Fall. Auf jeden Fall sicherstellen. Leute, ich bin gerade total fertig mit den Nerven. Ich weiß nicht, wer hier einen Anschlag geplant hat. Ich habe Pixelwolf jetzt im Verdacht. Arbeitet er vielleicht mit Takaishi zusammen? Ich weiß es nicht. Möchte er gegen die Zeitung schießen? Ich weiß es nicht. Leute, findet das bitte für mich raus. Ich werde da auf jeden Fall dranbleiben an dem Fall. Das ist aber schon echt ganz schön gruselig hier. Also was hier derzeit abgeht, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es echt nicht. So, platzieren wir hier die Treppe. Und zack. Zack, zack. Okay, Leute. Die Treppe sieht jetzt vielleicht nicht allzu schön aus, aber ich werde da auf jeden Fall noch eine Lösung finden, dass das alles ein bisschen schöner wirkt, auch ein bisschen freundlicher. Aber Leute, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bin total fertig. Ich weiß nicht, was da los ist, wer hier irgendwie versucht, uns zu töten. Und deswegen, Leute, haut rein. Ich muss jetzt erstmal schauen, was hier los ist. Macht's gut und ciao.